Hallo YouTube-Gemeinde. So, diesmal haben wir wieder mal ein Küchenvideo. Aber ich dachte, draußen könnte ich auch alles drehen. Aber naja, das Wetter ist gerade heute nicht so toll gewesen. Und ja, ich wollte jetzt auch nicht im Regen stehen. Ich hätte gerne eine wunderschöne andere Kulisse hinter mir gehabt. Ich überlege mir auch, ob ich das Video, was ich jetzt drehe, vielleicht in wenigen Wochen nochmal drehe. Vielleicht in meiner Heimat. Und ich fahre im April für ein paar Tage in Urlaub in meiner Heimat, in die Niederlande. So, jetzt ist aber eine Frage aufgetaucht. Ich dachte, das kläre ich einfach mal so vorweg. Erstmal erwartet aber bitte, dass ich dieses Video vielleicht in besserer Kulisse nochmal drehe. Vielleicht mit Schiffen im Hintergrund oder irgendwie sowas. Es gibt so viele Fragen, noch was das Mittelalter betrifft, aber auch nicht nur Deutschland oder deutsches Gebiet, sondern heute geht es um die Niederlande. Ihr habt richtig gehört. Das ist das erste Video, was ich jetzt mache, was über meine Heimat geht. Was immer wieder gefragt wird, oder was ich immer wieder gefragt werde, oder die Leute sagen zu mir, sei doch nicht so kleinlich, oder du bist ein, wie sagen die Pfälzer oder Schwaben hier, ich sei ein Dippelschisser, oder was auch immer das bedeuten mag, wo so eine Art, so, man ist dann wohl kleinlich, oder ja, nimmt alles auf die Goldwaage, oder wie ist auf die Art. So viel habe ich schon hier gelernt, in dieser schwäbischen oder badischen Sprache, was auch immer hier in Karlsruhe gesprochen wird. Nun ist Baden-Württemberg, also denke ich badisch. Egal. So, jetzt ist es aber um die Niederlande so bestellt, die Frage, die sich da stellt, was ist der Unterschied zwischen den Niederlanden und Holland? Wisst ihr es? Nicht? Oh, komm. Also komm. Gut, ich werde euch einfach mal so kurz und knapp ein bisschen verraten. Dazu müssen wir aber ein bisschen zurückgehen in die Zeit. Ja, mein Kanal ist ja bekannt für Mittelalter oder überhaupt Geschichte. Es wird auch um jüngere Geschichte mal gehen. Also macht euch keine Sorgen. Also das 19. und 20. Jahrhundert kommt eines Tages auch noch dran. Versprochen. Aber momentan stecken wir mal noch im Mittelalter. Kurz vorweg, auch die Römer werden nochmal behandelt, aber nicht heute. Also, begonnen hat das Ganze mit den Niederlanden so man sagt sich so ungefähr um 977, 800 rum. Ja, so ungefähr. Ja. Schon vorher gab es das Fränkische Reich, was die Geschichte der Benelux-Staaten mehr oder minder begründet hat. Benelux, was ist das? Luxemburg, Belgien, Niederlande, Dänemark, das alles zusammen nennt man dann ja Benelux. Allerdings ist das so erst so, 1330, 1340 ungefähr bis 1390, dann den Dreh rum. Das ist nicht hundertprozentig belegt, da gibt es keine Unterlagen, aber man geht davon aus, dass so ab 1380, 1385 oder 84 gab es die burgundischen Niederlande. So, tja, die Burgunder. Achtung, Burgund. Haben wir doch schon mal gehört, oder? Mhm. Genau, denn das wird ja sowieso ein Video von mir werden. Ihr wisst ja schon Bescheid, oder? Was ich vorhabe. Worms, Nibelungen, Burgunder, Gunther, König Gunther. Den gab es ja tatsächlich. Also der ist keine Fiktion. Diesen Mann gab es tatsächlich. Aber nicht zur Zeit der burgundischen Niederlande. Und die gingen später mal sogar noch in die... Von Burgund, mit wem hatten die immer Stress? Richtig, mit den Habsburgern. Was schätzt ihr denn, wie groß das Habsburgische Reich war? Wie groß? So groß wie das Römische Reich? Fast.
Tatsache war, dass die Habsburger sich in ganz Europa ausgebreitet haben. Also was man heute als Europa sieht. Ja, richtig. Angefangen von Preußen oben, das ja erst später entstand, bis über die Tschechei, Ungarn, Österreich, ja, Teile von der Schweiz, Frankreich, ja, klar, die Niederlande, klar, Belgien, Spanien, Portugal. Da haben die Habsburger ihr Habe gehabt. Natürlich. Es war eine der größten Dynastien überhaupt. Die Burgunder, die hatten das so, ja, die Burgunder hatten das Nördliche. Ja. So das, was wir heute als Niedersachsen kennen. Und das war so das Burgundische Reich. Die kamen irgendwann runter, bis zu uns hier runter. Mit Lothringern haben die sich da zusammengetan. Die hatten eher Stress miteinander, aber dann ja, hat man sich dann irgendwie geeinigt. Und dann gab es im, ja, das war den Spaniern natürlich hier und dort im Auge, weil die Spanier waren schon immer mit den Engländern irgendwie, ja, ja, die haben schon damals gesagt, Inselaffen, aber Leute, das ist eine Beleidigung, also, lass das einfach, ich sag's es einfach nochmal so, hatten die ja schon mal Probleme gehabt, wir wissen es ja, ne? Schon im 18. Jahrhundert, das war ja 19. Jahrhundert, die hatten ja Streit wie Sau, die hatten ja da ihre Riesenarmada, das bla bla blubber blub, ja, am Schluss haben die Spanier verloren. Sie sind eben, ja, sie wollten die Armada der Engländer in Brand setzen, haben auch nicht den Wind berechnet. Ja, gut, dass die Funken natürlich auf ihre eigenen Schiffe fliegen, ja, haben sie sich eigentlich selbst ein Ei gelegt. Haben sich eigentlich, ja, selbst versenkt. Sie haben ein Schiff in Brand geschossen, ja, das kam dann aber durch die Strömung irgendwie, ja, Meeresströmung gibt es auch, in deren Richtung getrieben. Dann gab es eine Flaute, die kam nicht schnell genug weg und nicht genug Leute an den Rudern und ja, wuff, ist die ganze spanische Armada eben mal so, mir nichts, dir nichts, in Flammen aufgegangen. Ja, juhu. Ja, den wurde halt mal kurz warm. Warmer Abriss sozusagen. Aber gut, egal. Nicht aber so. Ja, so 1560 rum gab es ja dann die spanische Niederlande. Das war ja da, der spanische König hatte damals hier schon großen Einfluss gehabt. Klar, über die Habsburger. Ja, klar, logisch. Und das hielt aber nicht allzu lange. Also, das ging dann irgendwann so ein bisschen, ja, kurz vor der Dampfmaschine, sag ich mal. So 1710 rum, ja, schätzungsweise. Genau ist das nicht belegt. 1710, 1715, 1720, Dreh, keine Ahnung. War die spanische Niederlande vorerst mal beendet, ja. Wobei, das war ja die Gründungszeit der eigentlichen, ja, da redete man dann von den Niederlanden, ja. Obwohl das Wort schon viel, 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 viel früher, also schon im 14. Jahrhundert existiert hat, schon zur Zeit der Hanse. Die Hanse war ja noch in der Zeit tätig, so um 1300 rum, ja, ganz klar. Und was auch noch tätig war, ist klar die VOC, die Vereinigte Ostindie Company, die war ja auch im 15. Jahrhundert schon tätig, ja. Ja gut, ihre Blütezeit hatte sie erst später, ja, 17. bis 18. Jahrhundert. Aber trotzdem war sie schon da, ja. Und das Ganze hat sich dann natürlich in eine Republik verwandelt. Das war auch so eine Sache. Die hatten halt gesagt, okay, da haben so ein paar Grafen, haben so ein paar Ländereien gehabt. Die waren halt da nicht gerade so amused. Nach dem Motto, ja, was macht denn ihr hier, ne? Ja, bla bla blub, wir geben unser Land nicht. Ja, nö, machen wir gar nicht, nur ihr Spanier könnt machen, was ihr wollt. Ja, dem Spanier war das dann irgendwann einfach mal zu viel. Da hat jemand gesagt, ey, habt ihr sie noch alle? Ich hab da keinen Bock drauf. Ja, weil immer wieder diese Widerstände links und rechts und oben und bla 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 und hast nicht gesehen. Das war ja mit einem, ja, das ging bei denen drunter und drüber. Ja. Das war ein Hickhack ohne Ende. Vor allem waren ja nicht nur die Spanier, waren ja auch noch, ja, die Polen hatten ja auch noch irgendwas zu sagen. Die haben auch noch gesagt, Moment mal, hallo, wir wollten doch eigentlich Handel treiben, warum macht ihr nichts und was ist jetzt los? Und die Franzosen waren ja auch so ein Völkchen, ja, was irgendwie gesagt hat, ja, hallo, ich will was vom Kuchen abhaben. Zu der Zeit war ja auch, ja, Ludwig der 14. war ja auch noch zwischendrin, so 1689. Der hat sich auch gesagt, hallo, ich bin hier der Eroberer. Ja, da hat der Spanier gesagt, du. Hat den Mittelfinger ausgefahren und hat gesagt, du kannst mich mal, ich mach, was ich hier will, bla bla bla. Ja klar, wie es halt immer so ist. Ne? Und das Schöne ist, immer wenn zwei sich streiten, freut sich natürlich der Dritte. Ja, klar.
Ja, diesbezüglich hat er natürlich Wilhelm von Nassau gesagt, okay, ja, ich stamme ja wieder mit auf euch ab, behalte ich die ganze Geschichte, Punkt aus. Ja, die haben sich darauf geeinigt und Wilhelm von Nassau hat dann so gesagt, gut, ich bin jetzt der erste König der Niederlande. Ja, Moment mal, aber Moment, wir sind hier verschiedene Länder, du kannst ja nicht einfach, ja doch, kann ich. Ja, dann hat er den ganzen Ländereien Dinge versprochen, die sich ändern sollen. Dann gab es die ersten Wahlen. Rums wurde zum König gewählt. Offiziell. Ja, der Spanier hat das Nachsehen gehabt. Ja, dieses, ja Moment, ja, ja, den Spanier wollte halt keiner mehr haben. Er hat gesagt, ey, du, pass auf. Hasta la vista, Baby. Ja, interessiert uns nicht mehr. Wobei der Spanier das dann aber auch so zu gut, dass das war ihm eigentlich ganz recht. Weil A, das Klima in den Niederlanden war nicht gerade, naja, für ihn, naja. Die haben es nicht gemocht. Es war ihnen zu kalt, es war denen zu nass. Dann haben die immer gesagt, jo komm, dann werd glücklich damit und gut ist ja. Dann, ja, nach dem Motto, friss und derb. Ja. Werd glücklich mit dem Mist und geh doch unter am besten und gut ist. Ja, gut. Ja. Somit war dem Spanier das zu viel. Und da einfach die Kurve kratzen ab nach Hause. Ins warme Spanien. Ja, dass er natürlich schon öfters nochmal hier hochkommen ist über der Ärmelkanal, das ist klar. Ne? Die Engländer war immer noch ein Dorn im Auge. Ne? Und was da passiert ist, wisst ihr ja jetzt, habe ich ja vorhin erzählt. Hat er ja nochmal auf den berühmten Sack gekriegt. Ja, das war zu der Zeit, wo der, wie hieß der, James Cook, einer der Freibeuter, geübt Freibeuter im Namen der Krone, wohlgemerkt, ja. Also er hat wirklich geräubert und gemordet, aber im Auftrag der Königin damals, Victoria, hm? Klar. Und ja, die Schlacht von Trafalgar war klar, das war dann die zweite Schlacht, wo es dann endgültig gerappelt hat und wo dann endgültig gesagt wurde, so Jungs, mir ist nicht jeder Platz hier, also verschwinden mal kurz hier. Wobei natürlich auch da die Niederlande einen großen Anteil hatten. Ne? Weil die Engländer und die Niederlande, die waren ja gut miteinander. Ne? Die konnten sich ja, die haben ja Handel getrieben und die mochten sich. Ja, und da waren so einige Niederländer mit dabei. Ne? Einige Schiffe, die da ja auch hinterher gesegelt sind, um die Spanier noch in die Flucht zu schlagen. Na gut, am Schluss waren dann die Engländer trotzdem im Clinch mit den Niederländern. Und nach dem Motto, wer hat jetzt die größere Seemacht? Ja gut, war klar, dass die Engländer von allein gesagt haben, lasst mal bitte gut sein, wir ziehen uns hier zurück. Haben sich die Engländer feige nach London und nach Dover zurückgezogen. Und das, ja, ich weiß nicht, ob Southampton damals schon gab, aber die Gegend ungefähr. Und haben gesagt, wir lassen es besser. Dann hat Victoria auch gesagt, komm, leg dich bloß nicht mit den Holländern an. Warum Holland? Genau, weil es tatsächlich dann zeitlang Holland hieß. Die Republik der Niederlande, ja, die existierte ungefähr von 1580, schätze ich mal. Also ich habe es mal gelesen, 1580 bis 17, was weiß ich, glaube, boah, knapp 19, also 1800 knapp. Lass mal 1800 sein, ja, 1795, vielleicht auch 95, keine Ahnung, 1800 rum, muss das gewesen sein. Genau wie die Verträge. Ich müsste mal das mal durchlesen. Vielleicht google ich das nur mal irgendwann nach und reiche es euch dann nochmal nach. Wie die Zahlen da ganz genau sind. Weil momentan, ich habe nur was im Schädel, ich habe da heute Mittag was gelesen, weil ich wollte mich noch ein bisschen vorbereiten auf das Video, weil alles weiß ich ja auch nicht. Dann muss ich auch ein bisschen googeln und in Büchern blättern und wälzen und bla. Ja. Und ein bisschen weiß ich halt auch noch was von früher, von meinen Eltern. Und jetzt haltet euch mal fest, wer hat noch mitgemischt, außer Spanien und Frankreich und bla? Die Ösis. Ja, genau, die Jungs, die mit ihren Bergen da unten. Genau, die Ösis. Also ich weiß nicht, da haben sich schon damals die Geschichte eingemischt. Musste das natürlich später nochmal in Deutschland passieren. Oh mein Gott, lass mal das Thema besser. Das packe ich auf meinen Politkanal. Ach ja, ich habe einen neuen Kanal, aber das kommt nachher. Ich habe einen neuen Politkanal. Ich habe alle Politvideos von meinem Kanal jetzt erstmal runtergeschmissen. Und den lade ich morgen, lade ich die hoch auf meinem neuen Politkanal. Ganz genau. Das könnt ihr gerne tun, könnt ihr euch auch mal auslassen. Da könnt ihr mir auch schreiben. Da kommen jetzt öfters auch politische Videos und politische Dinge. Hier kommen auch politische Dinge, aber wie gesagt, geschichtliche Sachen. Also alles, was mit Geschichte zu tun hat.
von Pont bis Pilatus sozusagen. Also von Julius Gaius bis Napoleon bzw. bis ins Kaiserreich. Den berühmten Adolf, ich weiß nicht, ob ich den behandle. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Wie gesagt, die Ösis haben sich eingemischt. 1713 war das. Das war ein Riesending, dass die dann wieder, ja, wollten sich da, ja, wollten einen Zugang zum Meer haben. Unbedingt. Die Österreicher haben ja tatsächlich bis heute ein einziges U-Boot. Spitze, oder? Österreichische Marine. Klasse. Und das war voller Berge. Wie gesagt, dieses hat sich so 70 Jahre gehalten. Und da war Ende mit der österreichischen Niederlande, das Stück, das wir da oben gehabt haben. Seeland da oben, die Ecke. Ja, tja, dumm gelaufen. Das Ganze wurde dann zur Batavischen Republik natürlich später. Und das Ganze hielt dann noch 10 Jahre. Und dann, ja, danach hieß es endgültig Holland, Königreich Holland. Jawohl. Deswegen hat sich das Wort Holland bis heute so eingebürgert und eingeprägt. Nach dem Motto, wir sind, das sind Holländer. Ja, klasse. Ja, gut, okay. Die Franzosen, na gut, die gab es natürlich auch, die große Französische Republik. Die ist ab 1795 bis 1805, war die auch noch zum Teil auf dem Gebiet der Niederlande tätig, vor allem auch in Überseegebieten. Siehe St. Martin, Sint-Martin und Saint-Martin. Das ist eine einzige Insel, ist in der Mitte geteilt, in der Karibik. Kennen wir alle, St. Martin, das ist der Flughafen, wo die Flugzeuge so richtig schön tief kommen, wo man fast das Fahrwerk anfassen kann. Und wo die Jungs und Mädels sich an den Zaun hängen beim Strahl, wenn die Flugzeuge starten und ihnen ihren Heißschub volle Granate, volle Karotte geben. Beide Hebel vor, Schubhebel vor und die fliegen dahin, das war durch die Gegend. Verrückte gibt es eben auf diesem Planeten. Na gut, wie gesagt, das, ich habe ja gesagt, Niederlande, Königreich Nassau. Ja, stimmt, ab 1815 war das der Fall, das Haus Oranien-Nassau. Hat es dann so, ja, ab dann gab es das, ja. Dann hat sich Belgien abgespaltet, ja, das war dann so später, so, ja, ab 1830 ungefähr, hat sich dann Belgien endgültig gesagt, Jungs, oder, nee, Dordiens heißt das ja auf Niederländisch, nach dem Motto, oder auf Französisch sagt man auch anders, oder? Au revoir. Und dann haben die sich eben selbstständig gemacht. Brabant ist ja heute noch ein Teil, ist ja heute, gehört heute noch zu den Belgiern. Und Nordbrabant, das ist ein Teil der Niederlande, also eine Provinz. Ja? Wir haben 12 verschiedene Provinzen, die zähle ich euch noch auf, macht euch keine Sorgen. Luxemburg, das hat sich dann so zwischen 1815 und 1890 gegründet, ja, als Großherzogtum. Das ist ja heute noch, heute ist es ja noch ein Großherzogtum, heute noch. Ja? Gehört sogar zur Europäischen Union, ganz klar, auch zur Währungsunion. Und das Haus Nassau, Weißburg oder Weilburg, oder wie es heißt, die haben ja auch da ab 1890 mitgemischt. Ja. So hat sich das ja dann natürlich auch erhalten. Aber wie gesagt, Adrian Thomas Kay, Wilhelm von Nassau, Dillenburg, Fürst von Oranje, war der erste Gründer der Niederlande. Ja. Ja. Nun, aber das ist immer dieses, hat sich das mit dem Holland, das hat sich ja bis heute gehalten. Ja. Wir sind Niederländer. Nicht Holländer. Das hat sich deswegen noch, weil es gibt in den Niederlanden, wie ich eben sagte, 12 Provinzen und darunter Nordholland und Südholland, also Nord- und Südholland. Die 2 Provinzen gibt es noch. So. Daraus meint man, wenn man da wohnt, aus Nordholland, das ist da Alkmaar oben, ja, also westlich von Rotterdam, Den Haag. Auf euch übrigens. Und dadurch hat sich das natürlich soweit erstmal, ja, aufgeteilt.
Eigentlich hätten noch mehr Provinzen zu Holland gehört. Allerdings haben die anderen Provinzen den Namen abgelehnt. Tja, dann wollen wir noch mal aufzählen, die einzelnen Provinzen. Also, da wären erstmal Limburg. Das ist grenznah, das ist eine Grenze zu Deutschland. Dabei Aachen, die Ecke Roermond. Darüber Nordbrabant, das ist die zweite. Dann kommt auf der anderen Seite rüben Drenthe. Weiter östlich die Region Groningen. Moment, haben wir jetzt Limburg, Drenthe, Nordbrabant und Groningen. Vier. So, nächste ist Utrecht. Ist eine eigene, ist nicht nur eine Stadt, ist auch eine Provinz. Sind wir bei 5. So. Kommt die nächste, ne? Das wäre Nummer 6. Gelderland. Das ist Hertogenbosch, die Gegend ungefähr. Ja, so die Ecke bis Oos hoch. Bis, ja, bis kurz vor, sagen wir mal, bis kurz vor ja, Putten und Harderweg. Ja. Die nächste Geschichte wäre dann jetzt muss ich selbst überlegen. Seeland. Genau. Seeland ist das westlichste Teil. Der westlichste Teil. So, jetzt endlich. Boah. So, da haben wir dann da oben nun mal die ja, das kleine Seeland. Dann haben wir Flevoland. Das ist da, wo diese, ja, im Eiselmeer eigentlich, also Utrecht, die Gegend. Utrecht. Das war jetzt mein Fehler. Lelystad. Bei Lelystad. Genau. So. Dann haben wir. Moment. Jetzt muss ich überlegen. Moment. Wir haben noch 2 Stück. Ja, jetzt bin ich selbst gerade in der Bredouille. Mir fällt das nämlich jetzt gerade nicht ein. Ach, ich bin ein bisschen doof heute. Ich bin vielleicht auch ein bisschen müde. Also fassen wir nochmal zusammen. Also Limburg, Nordbrabant, Gelderland, Seeland. So, bin ich jetzt doof? Ja, ich bin doof. Richtig. Ich mache nie so einen Haken dahinter. Also Limburg, Nordbrabant, Gelderland, Seeland, Flevoland, Eisel, oder Eiseln, Obereiseln, genau, Drenthe, Utrecht, Groningen. So, jetzt haben wir, jetzt fehlen noch 2, Regionen, noch 2 Provinzen fehlen jetzt. Ja, natürlich, Nordholland und Südholland. Die habe ich vergessen. Also zählen wir es einfach alle jetzt noch einmal endgültig ein und für das letzte Mal auf. Verdammt nochmal. Also, wir nehmen Limburg ganz unten, südlich. Nordbrabant, Gelderland, Utrecht, Südholland, Nordholland, der Overijssel, dann de Flevoland, de Drenthe, de Friesland en Groningen. Friesland, dat is me niet in ieder geval.
Das ist mir nicht eingefallen. Da habe ich auch eben gedacht, bin ich jetzt blöde? Boah, endlich. Ja, man merkt, ich bin schon lange nicht mehr in meiner Heimat wohnhaft. Ja, da vergesse ich mal das ein oder andere. Leute, tut mir leid, ich habe mich gerade zur Minna gemacht. Hab mich gerade blamiert. Meine Fresse, nee, ich wollte euch was erklären und hänge selber gerade da wie so ein, wie sagt man in Deutschland, Schluckwasser in der Kurve. Na gut, aber egal, weiter in der Geschichte. Wie gesagt, als ich die Niederlande gegründet hatte, naja, es war ja nicht immer so einfach, vor allem nicht mit der VOC, denn der Handel, der hat erstmal richtig geblüht, so im 18. und 19. Jahrhundert. Allerdings gab das richtig fette Probleme. Denn die Niederländer sind ja nicht nur nach Indien runter, nein, nein, die sind ja auch in die Karibik rüber. Und haben da, wie ihr wisst, die Inseln ja auch besetzt. Ja? Curaçao zum Beispiel ist eine der berühmten Inseln, ja? Die den Niederlanden gehören oder ja, momentan ja eigentlich nicht mehr richtig gehören. Ja. Denn die haben ja wie Curaçao sind auch noch Aruba und Sint Maarten, das habe ich euch vorhin schon erzählt. Aber es gibt noch ein paar andere Inseln, wie zum Beispiel jetzt Bonaire oder Bonaire oder wie sie das auch immer, wie sie das ausgesprochen wird, weiß ich gerade nicht. Sint Eustatius und Saba. So. Allerdings, Achtung, Saba und Sint Eustatius und Bonaire, das sind richtige Inseln, die zu Niederländer. Zu dem Niederländischen Königreich der Niederlande gehören. So, die anderen drei in der Karibik, das sind nur noch autonome Länder mit niederländischer Sprache. Es gibt noch ein Land in Südamerika, das Niederländisch spricht. Ganz recht. Das liegt südlich von Französisch-Guyana. Ja? Und heißt Suriname. Tja, Suriname war bis Anfang des 20. Jahrhunderts eine Kolonie der Niederlande. Wurde aber an Suriname zurückgegeben. Es gab heftige Proteste, dass das Land bitte wieder unter eigener Verwaltung wäre, sein soll. Ja, und so ist dann auch gekommen. Wobei das Königspaar besucht heute noch die Region des Öfteren, denn finanziell werden sie immer noch von uns unterstützt und werden noch immer weiter unterhalten. Und das ist denen auch ganz recht. Und die Sprache behalten sie auch bei, haben sie gesagt. Also alles beim Alten, alles gut in diesem Sinne. Das Handeln der Niederländer oder auch überhaupt auch damals auch mit anderen Ländern nicht immer friedlich abgehen kann. Das hat sich bis heute auch nicht geändert. Gut, damals gab es halt, ja, heute hat man eher normale Handelsstreit. Kann aber passieren. Zahlt man Strafe, gut ist. Aber damals gab es eben Tote. Damals haben die sich richtig bekriegt auf See. Das waren ja meistens Seekämpfe. Einfach über Land haben die großartig keinen Handel getrieben. Niederländer. Die haben ja fast 90, 95% ging da alles übers Wasser. Ja, genauso wie die Hanse früher übers Meer ging. Wobei die Hanse, Achtung, auch übers Land gelaufen ist. Also, wie es nach Venedig runter, ja, haben die da Handel getrieben. Weil hier und da waren mal Piraten zwischendrin. Und da haben die gesagt, bevor ich jetzt mit dem Schiff das Risiko eingehe und da um Spanien rum schippert da so. Im Karre durchs Land. Na gut, kann natürlich sein, dass ich mit der Ware in Venedig gar nicht mehr ankomme. Da ist der Karren vollgeladen und unten bin ich leer. Ja, und der Kunde, der da unten die Ware bestellt hat, hat es nachsehen. Na klasse. Warum? Erstens Räuber unterwegs. Zweitens war man verpflichtet damals, seine Ware in den Städten, wenn Markttag war, feilzubieten. Das war ein Gesetz. Das musste man machen. Man musste es dann umsetzen in klingende Münze und das war dem Händler ja total scheißegal. Der hat gesagt, okay. Mache ich halt. Okay. Konnte dann nur sein, dass kommt dann dieser endlich in Venedig und hat keine Ware mehr. So. Dumm gelaufen. Aber so war das damalige Gesetz. Das wird es heute auch nicht mehr geben. Wobei heute gibt es ja immer noch fahrende Händler.
Und auch die sind noch heute verpflichtet, auf Markttagen zu erscheinen, wenn sie in der Nähe sind. Das ist kein Scherz, das hat sich zum Teil erhalten. Allerdings wird das heute nicht mehr so ausgelegt wie damals. Das ist so gut wie in der Versenkung verschwunden. Jeder kann selbst entscheiden, wo er was fein bietet. Punkt. So ist es nun mal. Gut, wie gesagt, und wie es dann weiterging, ist klar, die englische Königin Victoria, ja, die hätte natürlich auch gern noch einen Kuchen davon abgehabt, aber dann hat er, ja, als Albert von Nassau gesagt, nix da, das sind wir, hier bleiben wir und gut und du bleib da oben, ja, kriegst hier nichts mehr davon ab. Und das ging ja natürlich auch viel, viel über Heirat und so hat man damals die Königshäuser weiter. Ging das dann eben weiter, nun wurde weiter vererbt, sprich entweder Tochter oder Sohn hat den Thron übernommen. Gut, tja, und dann, wie ging es dann im 19. Jahrhundert weiter? Genau, die Mutter von, oder die Großmutter eigentlich von Beatrix, die wir noch kennen, die, das war Gregoria, war das, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, die hat auch noch den Titel von Nassau gehabt, oder? Moment mal. Oder hieß die Sophia? Bin jetzt gerade selber unsicher. Kleinen Moment mal. Ich muss das selbst kurz nachschlagen. Habe ich gerade nicht im Schädel. Ja, natürlich. Ich war ein bisschen mal wieder dumm. Wilhelmina. Ganz genau. Die war vom... Ach Gott, ich glaube... Die hat, wie gesagt, gelebt vom 31. August 1880 bis zum 28. November 1902. 60. Das bedeutet, sie hat ihre Krönung gehabt am 6. September 1948. Dann, wie ging es dann im 19. Jahrhundert weiter? Genau. Die Mutter von, oder die Großmutter eigentlich, von Beatrix, die wir noch kennen, die, das war... Gregoria war das, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die hat auch noch den Titel von Nassau gehabt, oder? Moment mal. Oder hieß die Sophia? Bin jetzt gerade selber unsicher. Kleinen Moment mal. Ich muss das selbst kurz nachschlagen. Habe ich gerade nicht im Schädel. Ja, natürlich. Ich war ein bisschen mal wieder dumm. Wilhelmina. Ganz genau. Die war vom, ach Gott, ich glaube, die hat, wie gesagt, gelebt vom 31. August 1880 bis zum 28. November 1962. Das bedeutet, sie hat ihre Krönung gehabt am 6. September 1948. So, Jungs und Mädels, hier hat die Kamera gestreikt. Hat sich mal wieder einfach abgeschaltet, warum auch immer, hat einen kurzen Softwarefehler angezeigt. Technik, die begeistert. Gut, egal, ebenfalls von 1890 bis, wie gesagt, 1948 hat sie natürlich dann dementsprechend, ja, ihre Zeit gehabt. Übrigens, nach Wilhelmina, Achtung, nach ihr sind heute noch Pfefferminzbonbons benannt. Und die nennen sich Wilhelminas. Kann man im Jumbo kaufen. Jumbo ist ein niederländischer, ja, Einkaufsmarkt oder beziehungsweise Supermarkt. Könnt ihr mal reingehen, wenn ihr dort seid. Fragt nach Wilhelminas. Die sind echt lecker. Ich mag sie. Wie gesagt, das war eben, ja, sie haben ihr das geerbt. Danach kam natürlich logischerweise ihre Tochter dran, Juliana. Die ist geboren, Jahre 1909, und zwar am 30. April des Jahres 1909 und starb am 20. März 2004. Sie hatte ihre Zeit vom 6. September 1948 bis zum 30. April 1980. Nur, klar, warum? In dem Moment, wo natürlich, ja, Wilhelmina abgedankt hatte,
hat sie natürlich am selben Tag noch übernommen. Ganz klar. Danach kam die, also Juliana ist übrigens mir noch ein Begriff, also als Kind, 1980, also ich bin ja wie gesagt 74 geboren. Wie gesagt, ich kenne sie noch, ich weiß noch den Auftritt im Fernsehen und ich weiß noch, wie sie damals das Zepter übergeben hat. So, danach kam natürlich Beatrix, logischerweise ist sie natürlich am 30. April, hat sie natürlich übernommen 1980, ganz klar, und hat dann ihr Werk getan bis zum 30. April 1900 und, nein, stopp, 2013. Mann. Achtung! Beatrix ist nicht abgedankt mit dem Tode, wie ihre Vorgängerinnen, sondern sie war die erste Königin, die ihr Amt selbstständig niedergelegt hat und ihrem Sohn übergeben hat, also Willem Alexander. Beatrix lebt noch. Ja. Sie ist am 31. Januar 1938 geboren. Tja, und erfreut sich bester Gesundheit. Bitteschön, so kann es eben auch gehen. Amtierend ist momentan noch Willem Alexander mit seiner Frau Maxima. Die Inthronisierung war auch am 30. April 2013, ganz klar, logischerweise. Wie jetzt das mit Beatrix ist, Beatrix meine ich, mit Maxima. Das ist ja nicht so einfach, weil Maxima ist eine Frau nicht aus den Niederlanden. Sie stammt aus Argentinien. Also, ich habe das mal ganz kurz nachgeschlagen. Sie ist am 17. Mai 71 geboren. Das heißt, sie ist jetzt so 50, 51 rum. So. Sie kam aus Buenos Aires direkt. Sie hat wohl im Urlaub den König, also Willem Alexander, kennengelernt. Die haben sich halt verliebt. Allerdings, Achtung, wieso durfte er sie auch heiraten? Achtung, das ist ein kleiner Spoiler. Argentinien war eine Zeit lang unter niederländischer Verwaltung, zumindest an Teilen. Natürlich waren auch die Spanier die Konquistadores, ganz klar. Aber da die Spanier da waren, Achtung, Spanien und Niederlande, habe ich euch erzählt, ihr wisst es ja mittlerweile selbst, also könnt ihr jetzt beide 1 zu 1 einfach mal zusammenzählen, Spanien und Niederlande, klar. Und genau deshalb war das in Ordnung für die, es gab zwar ein bisschen zugeben, es gab ein bisschen Tumult der Bürger, die haben gesagt, Moment mal, weil ihr Vater ist nicht so ein beliebter Politiker. Also, ja, was soll ich dazu sagen? Googelt am besten. Der ist ein Querulant. So. Sie hat sich von ihm losgesagt, das musste sie. Ja. Trotzdem ist sie mit ihm in Verbindung, aber sie sagte, was er macht mit seiner Politik, hat sie nichts mit zu tun. Somit war es für das Volk der Niederlande klar, ja okay, Heirat ist in Ordnung, weil es wurde in den Niederlanden das Volk befragt. Somit war das in Ordnung und auch Beatrix hat ihren Segen gegeben, weil zu der damaligen Zeit war ja Beatrix noch immer Königin. Tja, und somit war sie Prinzess von Oranien-Nassau. Prinzess von den Niederlanden. Punkt. Ist sie jetzt automatisch Königin? Weil es gibt ja am 27. April hat ja Wilhelm Geburtstag. Ja, ist ja der Kroningstag, LGA, also jedes Jahr. Ja, was wir feiern. Auch dieses Jahr feiern wir das wieder. Früher war es ja immer der 30. Januar, also klar, Beatrix. Aber sie hat immer im Sommer gefeiert. Es war ja im Januar zu kalt. Klar. Nein, aber sollte es dann jetzt auch einen Kroninginnentag geben? Das haben manche tatsächlich gefordert. Manche haben gesagt, hey, wenn sie schon eine Königin ist, ist sie das? Sie ist und bleibt Prinzess. Der König Willem Alexander hat zwar gesagt, hey, ich mache die Finanzen, und meine Frau machte den Rest.
Ich lasse das meine Frau bis entscheiden hier. Und hat sie zur Königin ernannt. Aber das Gesetz sagt nein. Er kann sie zwar den Titel, also die Ansprache Königin der Niederlande, ja, das funktioniert. Aber rechtlich gesehen ist sie das nicht. Und darf sie nicht. Außer er würde abdanken und ihr das Feld komplett überlassen. Das würde gehen. Oder er käme zu Tode. Aber wenn er stirbt, wäre der Thronfolger kein Thronfolger, sondern eine Thronfolgerin. Und es wäre nicht Maxima, sondern es wäre Amalia, die älteste Tochter. Ist doch die älteste, oder? Ich weiß es gar nicht. Xenia? Bin mir jetzt gerade überhaupt nicht mehr sicher, wer gerade das Nesthäkchen ist und wer nicht. Ich schlage das mal kurz nach und dann sage ich es euch. So, ja, ich hatte recht. Katharina Amalia Beatrix Gam Victoria. Das ist ihr kompletter Name. Also nochmal. Katharina Amalia Beatrix Carmen Victoria, geboren am 7. Dezember 2003 und ist mittlerweile mit offiziell ernannt als Prinzess von Oranien. Ups, so, das wusste ich auch noch nicht, dass sie den Titel mittlerweile innehat. Das bedeutet, sie ist die nächste Thronfolgerin, die nächste Königin. Das heißt, wenn Wilhelm abdankt, wird sie meine nächste Königin werden. Tja, ob ich das noch erleben werde in meiner Lebzeit? Ich weiß ja nicht, ob Wilhelm Alexander mit dem Tode abdankt oder ob er vorher sagt, komm, ich überlasse dir das Feld, mach du mal weiter, vielleicht kannst du es besser. Ja. So, da ja Amalia auch noch solo ist, wäre sie ganz allein. Ja. Ja, das macht sich auf dem Thron nie gut. Allein. Bis jetzt wüsste ich jetzt keinen Herrscher der Niederlande, wo keinen Ehepartner hatte. Wie gesagt, Alexia Juliana Marcella Laurentius, die ist geboren 26. Juni 2005. Und Ariane Wilhelmina Maxima Ines am 10. April 07 geboren. Das ist das Nesthäkchen. So. Die werden dementsprechend natürlich folgen, sollte dann eines Tages, nehmen wir mal an Katharina Amalia, also ich sage immer nur Amalia zu ihr, nehmen wir mal an, sie übernimmt den Thron und was weiß ich, stirbt per Krankheit, sagen wir mal Krebs oder Anschlag oder Unfall, Auto, wie auch immer. Sie stirbt eben. So. Dann geht das an den Nächsten über. Blute. Sind keine Kinder vorhanden, wird es an die Nächste weitergehen. Also Alexia dann. Die wäre dann die Nächste. Und so weiter natürlich dann Ariane. Ich verstehe zwar nicht, wie man ein Kind nach einer Rakete benennen kann, aber nein, das ist bestimmt halt auch mit was anderem zu tun. Ariane hat bestimmt in der griechischen Mythologie, so viel ich weiß, hat da irgendwo seinen Ursprung. Aber Ariane ist trotzdem eine Trägerrakete. Da sind wir uns doch einig, oder? Also, aber das ist die Entscheidung, obliegt den Eltern. Leider. Nein, aber sollte das so kommen, wenn allerdings Kinder da sind, dann kommt es darauf an, wie alt sind die Kinder? Sind sie schon? Sind sie noch jugendlich, also minderjährig, oder sind sie schon alt genug, das Amt zu übernehmen? Sind sie noch zu jung? Übernimmt die Schwester. Und zwar so lange, Achtung, so lange, bis die Kinder alt genug sind. Und dann entscheidet sich, welches Kind, und zwar das Erstgeborene, logischerweise, übernimmt dann den Thron. Ganz klar. Und die Schwestern bleiben dann ewige Prinzess oder was auch immer. Oder vielleicht hat die eine oder andere ja auch gar keine Lust. Das sieht man dann. So. So viel zu den Niederlanden und Holland. Ihr wisst jetzt Bescheid, also ich bin kein Holländer, ich bin Niederländer. Und wie das Ganze entstanden ist, wisst ihr jetzt auch. Und über das Königshaus wisst ihr jetzt auch Bescheid. Wow, oder? Wenn ich auch einiges nochmal nachschlagen musste, weil alles habe ich nicht im Kopf. Wie gesagt, seht es mir nach. Ich bin kein Computer. Auch wenn ich es gerne wäre. Aber gut.
Jetzt wisst ihr zumindest, was der Unterschied ist zwischen den Niederlanden und Holland und wie das Ganze strukturiert aufgebaut ist. So. Im Übrigen werde ich euch das auch nochmal einblenden. Ich werde euch, da gibt es nochmal hier oben, nee, da oben für euch, oder? So, so, hm. Irgendwo blende ich euch das ein. Da blende ich euch mal eine Seite ein, wo ihr euch darüber informieren könnt. Ja, da blende ich euch den Wikipedia-Artikel ein, wenn ihr das möchtet. Und unten im Videokasten, in der Videobeschreibung, ganz klar. Da könnt ihr das Ganze auch nochmal nachschlagen. So. Und ja, eine Karte der Niederlande, die bekommt ihr auch noch nachgeliefert. Die wird auch nochmal eingeblendet, und zwar da, wo ich die einzelnen Provinzen aufzähle. Da gucke ich mal, dass ich in der Video beim Schneiden, dass ich da ein kleines Bild einblende von der Aufteilung, damit ihr was seht, wie die einzelnen Regionen da aufgeteilt sind. Die Provinzen. In diesem Sinne. Ich hoffe, euch hat das Video so ein klein bisschen gefallen. Ich konnte euch ein bisschen was vermitteln. Ich hoffe, ihr könnt oder konntet da ein bisschen was mitnehmen. Gut, und wenn ihr doch mal irgendwann in Urlaub fahrt und ihr solltet mal in die Niederlande kommen, dann ja, schaut euch mal genau um. Und es wäre schön, wenn ihr auch ein paar Worte meiner Sprache dann auch sprechen könntet, weil wir können nicht alle Deutsch oder Englisch. Also auch hier gibt es Unterschiede. Wir sprechen zwar viele, sprechen Deutsch, ja, weil wir Deutsch zum Teil in der Schule hatten, aber glaubt mir, es gibt Niederländer, die bis heute kein Wort Deutsch verstehen, geschweige sprechen. Und daher bitte seid so gut. Es ist so, ja, eine Bitte von mir. Lernt mal so ein paar Worte, wenn ihr schon dahin fahrt. Ja, das mache ich in anderen Ländern auch. Dann spreche ich auch deren Sprache. Oder versuche es zumindest. Ja, so. Das ist nur mal so ein kleines Anliegen an euch. Wie gesagt, es ist kein Zwang, müsste nicht, aber wäre schön. Würde mich wirklich freuen. Genauso freuen würde ich mich über einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt mich natürlich auch abonnieren, wenn ihr meint, boah, dem seine Videos sind klasse, da möchte ich nichts verpassen. Dann, ja, abonniert mich, drückt auf den Button und aktiviert die Ding-Dong, die Glocke, denn dann verpasst ihr kein Video mehr. Na, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was ich so gerade hochgeladen habe. So. Gut. Ein Danke geht raus, natürlich an alle, die mich unterstützen. Also jetzt nicht finanziell, nein, ich bin ja nicht monetarisiert und das wird auch nie passieren. Ja, sondern die mir ja, zur Seite stehen, hilfreich. Auch mit vielen Informationen, geschichtlich zur Seite stehen. Ja, und die mir auch mit vielen, vielen Inspirationen und Ideen zur Seite stehen. Ja, da möchte ich, die Leute wissen natürlich, wer gemeint ist. Ihr seid die Besten, vielen Dank. Da möchte ich ja, echt mal sagen, ihr seid die Größten. Das sage ich nur. Caro, danke dir für deinen Support. Melde auch dir. Danke, dass du mir Mut gemacht hast, um den Kanal überhaupt zu eröffnen. Ja, und die größte Hilfe habe ich natürlich immer von meiner Frau, die immer hinter mir steht. Also nicht jetzt hier so hinter mir, so wie im Besen oder mit dem Nudelholz. Nein, nein, nein. Sondern die mir einfach meinen Rücken stärkt und sagt, hey, mach das weiter. Und die auch bei den Außendrehs öfter mal dabei ist und die Kamera führt. Ja, also auch dir ein Riesendank. Danke dir, Schatz. Und ja, in diesem Sinne beende ich nun das Video. Wünsche euch allen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Ja, schlaf gut. Ich hoffe, ihr träumt was Süßes. Und wir sehen uns wieder in einem der nächsten Videos. Ja, wenn es entweder wieder heißt, ja, unterwegs irgendwo, oder wieder mit einem Infovideo in der Küche. Tja, also macht's gut. Haut rein. Bleibt mir gewogen. Tja, und ciao, ciao. Dort sehen's. Und tschö mit euch.